was geht es heute? Heute geht es um ein Hochzeitsbild, beziehungsweise es war auf der Wedding-Shooting, aber nicht in dieser Location natürlich. Das ist jetzt, wie man so schön sagt, ein Composing oder Manipulation, man kann es nennen, wie man will. Also ein Bild, in das das Brautpaar mit eingebaut worden ist. Ich zeige euch dann auch noch das Originalbild. Das Shooting war in Regensburg auf der Walhalla. War ein super Shooting, sind tolle Bilder rausgekommen. Aber naja, wie es so ist, ich habe dann eine Idee gehabt, die ich dann auch gerne umsetze. Warum? A, weil es mir natürlich Spaß macht, weil es mir gefällt, weil es fürs Brautpaar was Besonderes ist und weil es gleichzeitig immer ja, eine schöne Übung ist, was kann man alles machen, was probiert man aus. Und ja, wie immer mein Gedankengang, ich wollte eigentlich ein Bild, ja, Neuseeland, landschaftsmäßig gefällt mir sehr gut. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie mit Schnee, Berge und einem Helikopter rein, ein bisschen mehr Dramatik. Und wie es so oft so ist, ich habe ein bisschen eine Vorstellung im Kopf gehabt, beziehungsweise ein bisschen eine Vorstellung. Ich habe eigentlich eine Vorstellung im Kopf gehabt, aber wie es mir oft bei Composings geht, ich ändere das dann während des Bildes oder während dem Aufbau. Ich suche mir verschiedene Hintergründe, Berge, Schnee, Sonne, baue dann ein bisschen umeinander mit Masken, blendet man das aus, blendet es mal ein, wie passen die Ebenen bzw. die Bilder zusammen. Und ja, dann wandelt es sich immer noch ein bisschen ab, wenn ich es dann sehe, wie es aussieht und was ich dann mache. Und jetzt genug Vorgeschwafel. Jetzt fangen wir mal an. Also hier seht ihr das fertige Bild. Wie hat das Ganze angefangen? Angefangen hat es mit diesem Bild. Ursprünglich wollte ich hier hinten noch Berge einbauen und das Brautpaar hier auf die Brücke stellen. Allerdings wäre das Brautpaar hier ein bisschen zu klein gewesen. Es hat vorher so ausgesehen. Gut, dann habe ich weitergemacht. Also Berge waren ja schon mal sicher. Haben wir hinten die Berge eingebaut. Das Ausgangsbild war eigentlich schon relativ gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings hat mir das jetzt hier nicht gepasst. Und der Schnee war mir auch zu wenig. Dann habe ich einfach über das Bild, hätte man auch anders machen können, ein Schneefoto gelegt. Habe das Ganze noch ein bisschen transformiert, also nach unten gezogen, damit die Perspektive ein bisschen mehr nach hinten geht, dass es flacher wird. Ja, und so hat mir das dann schon mal ganz gut gefallen. Dann ist losgegangen mit weiß malen, also sprich ein bisschen einen Dunst oder Nebel einmalen, wie man auch immer sagt. Das über den kompletten Vordergrund und eins im Hintergrund, also sprich wirkt nur auf die Berge hier. Ein bisschen eine Retusche, weil hier waren so, ja, keine Ahnung, Schneestöcke oder Pfeiler, damit man die Schnee bestimmen kann. Hier auch noch irgendwo so komische Dinger, die haben wir rausgemacht, weil die haben mich gestört. Hat mir nicht gefallen, hätte auch nicht gepasst. Die Farbtonsättigung, also ich habe das Blau bzw. Silbern aus dem Schnee rausgezogen, weil es oftmals Blau drin, damit das Ganze ein bisschen ja, weißer wird. Ja, und hier im Hintergrund mit einer, ja, was war's, Graduationskurve, hat man den ganzen Hintergrund aufgehellt und habe es dann mit einer schwarzen Maske ausmaskiert und mit einem weichen weißen Pinsel habe ich mir ja, so Strahlen wieder reingezeichnet, beziehungsweise eigentlich ist es Dodge and Burn. Das habe ich hier am Anfang im Hintergrund gemacht und so ist der Hintergrund entstanden und das war dann schon mal mein Ausgangsbild, das wo mir eigentlich relativ gut gefallen hat. Dann ist als nächstes nicht einmal das Brautpaar reingekommen, sondern erst mit der Helikopter. Den glaube ich haben wir hier, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist der Helikopter. Der hat vorher auch natürlich nicht so ausgesehen, der ist auch freigestellt worden. Also das war das Ursprungsbild vom Helikopter. Dann ist er eben, wie gesagt, maskiert worden. Die ganze Schrift hier am Helikopter ist rausretuschiert worden, weil eigentlich war es ein Rettungshubschrauber. Mit Notarzt und ich glaube, das hätte für das Brautpaar jetzt nicht so gepasst, wenn wir hier einen Notarzt anfliegen lassen. Dann geht es weiter. Dann ist der, ja, der Helikopter einfach von der Lichtstimmung her angepasst worden und von der Farbe. Eine Ebene nach der anderen. Hier ein bisschen umgefärbt noch. Das Licht hier von links verstärkt. Hier habe ich noch, kommt später noch Sonne rein, dass der Lichteinfall von hier kommt. Dann abgedunkelt auf der ja, Nicht-Lichtseite. Und nochmal eine Farbebene drüber gelegt und das Ganze ein bisschen anders gefärbt. Natürlich, was braucht der Heli, wenn er im Landeanflug ist und hier ist Schnee, dann hat man eine Schneeverwirbelung. Da braucht man natürlich irgendwie einen Schnee, der wo auch hier umeinander oder rumfliegt. Ja, hier haben wir einen Schnee. Da geht's los. Ja, ich habe Schneesturm genannt.
ist mit einem Pinsel eingemalt und dann das gleiche, also die Ebene einfach nur noch dupliziert und dann transformiert, also ein bisschen gedreht, damit es nicht gleich aussieht und auch nochmal mit einer Maske ein bisschen gearbeitet, ein bisschen ausmaskiert, wo mir der Schnee einfach zu viel war. Dann kommt der Originalschnee, in dem Fall eigentlich Textur rein, es war ein Bild. Hier der aufgewirbelte Schnee, man sieht es im Hintergrund und auch hier hat es so ausgesehen. Im Modus negativ multiplizieren, dann wir das ganze Schwarz gleich raus haben. Im Normalmodus hat es so ausgesehen. Also man sieht hier, ich habe hier eigentlich nur diesen Bereich gebraucht. Ich gehe nochmal negativ multiplizieren und schon ist das Schwarz weg und hat man dann einen Rest auch wieder mit der Maske, also sprich diesen ja, Skifahrer, den man da hier noch gesehen hat, oder Snowboard war es, glaube ich, mit einem schwarzen Pinsel ausmaskiert. Und schon haben wir hier ja, einen schönen Schneewirbel drin. Und das schaut, wenn man es so sieht, schon mal ja, ganz gut aus eigentlich. Dann ein Hintergrund, das war einfach auch wieder Textur, schwarz und weiße Streifen. Die habe ich mir hier reingelegt und habe es mit der Bewegungsunschärfe und mit dem Gaußschen Weichzeichner ja, modelliert, in Form gebracht, wie auch immer. Also hier eine Strahlung reingebracht. Und auch im Negativ multiplizieren, damit nicht nur das Weiß übrig bleibt, also die weißen Strahlen und mit 23% Deckkraft, also nicht volle Pulle, wie jetzt normal ausgesehen. Schauen wir auch nochmal rein, jetzt so ausgesehen und dann wieder negativ multiplizieren. Dann nochmal die Farbton Sättigung, aber nur auf diese Strahlen, also die waren mir zu weiß, die habe ich dann ein bisschen gelb eingefärbt. Ja, und dann kommen wir schon zum Brautpaar. Was ist beim Brautpaar passiert? Erstmal ist eingefügt worden, ganz grob freigestellt, also man sieht es hier noch, dass die Freistellung noch nicht sauber war. Originalbild hat übrigens so ausgesehen, beziehungsweise das Original war eigentlich auch nicht so herbstlich, das war noch ein bisschen grün, obwohl schon Herbst war, ist schon bearbeitet. Und dann ist dann die erste Maske gegangen, dann kommt die zweite drauf. Was habe ich hier gemacht? Ich glaube, man sieht es auch, hier ist dann alles ein bisschen verfeinert worden, ein bisschen angepasst worden, die Transparenz vom Schleier noch ein bisschen erhöht worden. Wie geht das? Das werden die meisten von euch wissen. Also einfach Doppelklick auf die Maske und dann auswählen und maskieren. Und wenn ich hier draufklicke, kommt man in diesen ja, Maskieren-Modus und ich kann mir hier mit einem Pinsel die Kanten abfahren und kann das Ganze nochmal anpassen. Dann geht es weiter. Ich blende mal die Ebene mehr aus. Ich habe das Brautpaar dann auf eine eigene Ebene gelegt, wieder in ein Smart Object. Nur ein bisschen kleiner gemacht und in diesem Smart Object, dieses Smart Object seht ihr, erkennt ihr übrigens an dem kleinen Blatt hier mit dem Knick, sind noch ein paar Ebenen drin. Ich habe es noch zusammengefasst. Was habe ich hier gemacht? Also, ich glaube, ihr seht schon, das Brautpaar natürlich. Dann Farbton Sättigung, also ein bisschen das Orange-Gelbliche aus dem Brautpaar rausgenommen. Das Kleid komplett weiß gemacht, relativ einfach, weiße Farbe, weißer Pinsel, verringerte Deckkraft und einfach drüber gemalt. Mehr war es nicht. Dann kommt der Schatten, den kann man jetzt natürlich hier schlecht sehen, den sieht er dann später besser. Also hier sieht man die Konturen. Das ist einfach nur ein gespiegeltes Bild vom Brautpaar und dann mit dem Transformieren-Werkzeug angepasst. Dann nochmal, ja, man kann sagen, Kontaktschatten, wie auch immer, eingebaut worden. Und hier auch nochmal ein kleiner Schatten, den kann man auch schlecht sehen. Also im Original, wenn es dann der Hintergrund drin ist, sieht man es besser. Ich mache es wieder zu. Ja, genau. Und dann kommt eben hier noch ein Schein an die Kanten vom Brautpaar. Also sprich, die Konturen sind einfach ein bisschen aufgehellt worden. Alles mit einer Gradationskurve. Und dann nochmal eine kleine Farbkorrektur. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video erkennen kann. War nur ein bisschen in den Gelbtönen, glaube ich. Ja, in Gelb und in Grau. Das war's zum Brautpaar. Dann kommt, ich habe es ja vorher schon erwähnt, eine Sonne hier von links. Die blenden wir mal ein. Zack. Hier ist die Sonne. Und dann kommt das Ganze noch ein bisschen, na, dann bekommt das Ganze noch ein bisschen eine Farbe. Das war mir nämlich auch zu weiß, ist auch gelblich eingefärbt worden, war die gleiche Farbton-Sättigung-Ebene, die haben wir bloß dupliziert, wie ich es für den Hintergrund, für den Anfang für diese Streifen hier genommen habe, das zusammenpasst vom Farbton. Und dann kommen wir zum Look und der Look ist ja fast zur Endlosschleife, sage ich mal, da kann man sich ewig spielen und da kommt es dann auch darauf an, was einem gefällt.
Also Look ist viel Spielerei. Ich habe hier noch im Look Schnee eingebaut, hätte man extra Ebenen machen können, aber ich habe es jetzt hier in den Look 1 eingebaut. Was habe ich hier gemacht? Als erstes am Verlauf von links nach rechts, das war helles Gelb zu einem hellen Blau und der Verlauf geht so rüber. Hier sieht man den Verlauf, wer es genau wissen will. Hier nochmal, was waren das für Farbtöne? Hier sieht man den Farbton. Und auch hier. Also wie gesagt, als erst ein Verlauf, dann kommt noch ein Overlay oder eine Textur rein mit einem Schein von oben. Die hat so ausgesehen. Hier habe ich es mit einer Maske von unten ausmaskiert, weil noch die Ränder zu sehen waren von der Textur. Hätte man auch mit einer Tonwertkorrektur machen können, dann haben wir sie schwarz entfernt. Ich habe es hier in dem Fall mit einer Maske gemacht, habe es mir dann in eine Gruppe zusammengefügt, weil ich dann nochmal eine Maske drüber legen wollte, weil mir die Deckkraft einfach bzw. die Stärke der Textur zu hoch war. Und habe es hier nochmal ein bisschen mit einem schwarzen Pinsel ausmaskiert und habe die Dichte dann, hier war der schwarze Pinsel komplett drin, auf 51 runtergesetzt, damit es nicht ganz so ausmaskiert wirkt. Und zur nächsten Ebene, die habe ich vorher schon gesucht, hier habe ich irgendwas retuschiert noch, irgendeine Kleinigkeit, ich weiß aber nicht mehr was, ist aber jetzt auch nicht so enorm wichtig. Ja, übrigens, genau hier sieht man die Schatten jetzt vom Brautpaar ein bisschen besser, die wo ich vorher gerade angesprochen habe. Dann kommt der Schneefall rein, der erste Schneefall, das ist einfach nur eine Textur, auch wieder im Modus negativ multiplizieren. Und auch hier haben wir am Brautpaar, habe ich es natürlich wieder weggemalt, die Schneeflocken, damit sie nicht alles im Gesicht haben. So hat es vorher ausgesehen und dann ist ein bisschen rausgemalt worden, auch am Hubschrauber ganz leicht. Dann haben wir im Vordergrund, ja, ich habe es jetzt Nebel genannt, es war auch ein Nebelpinsel in einem leichten gräulichen Farbton, aber man sieht es ja eigentlich nicht, weil der Untergrund weiß ist, aber es gibt dem Bild einfach, ja, macht es ein bisschen flacher von vorne her. Das hat mir ganz gut gefallen, darum habe ich es drin gelassen. Dann geht es weiter mit der Farbbalance. Hier ist noch ein bisschen ganz leicht die Farbe geändert worden. Auf dem ganzen Bild. In den Mitteltönen. Ich weiß gar nicht, wenn die Tiefen und die Lichter was gemacht habe. Nein, nur in den Mitteltönen. Dann geht es weiter zu zwei Lensflares. Also sprich, das ist eigentlich nur kopiert. Hier kommen Lensflares rein. In den Hubschrauber. Und dann ist diese Gruppe nochmal kopiert worden und einfach drüber gelegt und das Ganze nochmal ein bisschen stärker gemacht worden, ein bisschen ausmaskiert, weil man diese Flares haben wir zu weit rüber gegangen, also habe ich es nochmal mit einer Maske ein bisschen ausmaskiert. Dann haben wir nochmal einen kleinen Nebel. Das war eigentlich mehr Zufall, ich wollte irgendwas kopieren und habe mir nochmal den Nebel kopiert und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil wenn der Helikopter landet, also soweit ich das weiß, ja, wühlt er hier den Schnee auf und der geht ja dann in so einer Welle nach außen weg. Und dann hat es ganz gut gepasst und dann habe ich es gleich drin gelassen, beziehungsweise auch noch ein bisschen ausmaskiert, weil hier war auch noch ein bisschen mehr. Ja, hier war hier drüben auch noch was und das wäre mir dann zu weit gewesen. Ja, dann kommen wir zu Schatten und Überlagerung Schuhe. Das ist einfach nur eine Kleinigkeit. Wenn man hier auf die Schuhe sieht, ist das Ganze noch ein bisschen angepasst worden, damit er einfach besser im Schnee steht. Und dann, hier heißt Hintergrund, müsste eigentlich Vordergrund heißen, nochmal eine Schneetextur, ein bisschen gröber, damit das Ganze ja realistischer wirkt, weiß ich nicht, aber einfach, ja, passt einfach besser. Dann kommt noch eine Ebene drüber, die ist, ja, komplett in diesem Farbton, den ihr hier seht. Ich habe alle Ebenen zusammengefasst und dann ist mit Filter, Weichzeichnungsfilter, der Durchschnittswert des Bildes berechnet worden. Also sprich, Photoshop berechnet die Durchschnittsfarbe aus dem ganzen Bild, ist drüber gelegt worden, damit das ganze Bild einfach zusammenwächst, wächst im Modus weiches Licht, aber nur mit 14%. Und dann kriegen wir ein bisschen, ja, passt einfach alles besser zusammen. Das war zum Look 1. Und hier war ich dann schon an einer Stelle, wo ich eigentlich gesagt habe, ja gut, jetzt mache ich noch Dodge and Burn und bin fertig. Allerdings sind wir bei den Looks. Fällt mir dann immer noch was ein, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Was ich immer gern mache, ich habe mir dann alles zusammengefasst und habe den Ölfilter drüber laufen lassen, aber nur mit 13%, damit ich noch ein bisschen einen malerischen, ja, Look bekomme, ein bisschen einen künstlichen Look. Den Filter findet ihr hier, Stilisierungsfilter, Ölfarbe.
Und der ist mit voller Leistung, also jeweils mit 10, einfach übers Bild gejagt worden, sage ich jetzt mal ganz grob. Und dann eben nur noch mit 13% Deckkraft, weil hätte man keine 13%, sondern nur 1%, wird so aussehen, ja, ein bisschen moderne Kunst. Gefällt auch manchen Leuten, aber ich kann es hier nicht gebrauchen. Machen wir wieder 13%. Dann ist noch ein Fotofilter drüber gelegt worden, das Ganze ein bisschen, ja, kühler gemacht worden. Das war auch ein Kaltfilter, aber auch nur mit 7%. Und dann die Deckkraft noch reduziert auf 35%. Dann geht es weiter mit einem Color Lookup. Das war hier Red, Blue und Yellow, aber auch nur mit 31%, weil bei 100% schaut es, darf man das sagen, scheiße aus. So nämlich. Machen wir wieder 31%. Dann gibt es nochmal einen Color Lookup. Ich glaube, man kann es erkennen. Das war in dem Fall Fuji Eterna. Und so viel zum Look 2. Und dann ist mir natürlich wieder was eingefallen. Diesmal ist der Nick-Filter zum Einsatz gekommen. Als erstmal der Kontrast vom Bild. Dann sind die Ränder abgedunkelt worden. Und ich glaube sogar noch mit dem Detailextraktor ist ein bisschen gearbeitet. Habe ich ein bisschen gearbeitet, aber nur in der Stärke von 6% und fein. Dann geht es weiter. Ich habe mir das Ganze zusammengefasst, wieder auf eine Ebene, habe das in ein Smart Object konvertiert und habe nochmal mit dem Camera Raw Filter ein paar Einstellungen gemacht. Auch hier, glaube ich, sieht man es, wenn er hier doppelklickt, dann kommt er eben wieder in diesen Camera Raw Filter. Und hier habe ich mal ein paar Einstellungen gemacht, das war nicht einmal viel. Also, ihr fasst alle Ebenen zusammen, macht das Smart Object raus und über Filter, Camera Raw Filter, könnt ihr dann die Anpassungen vornehmen. Dann geht es weiter noch ein bisschen der Dynamik. Die Dynamik verstärkt im Bild, also die Farben. Dann Dodge and Burn. Dodge and Burn sind, ja, viele von euch werden es wissen, ist normal mit Licht aufhellen, abdunkeln. Ich habe hier die grauen Ebenen genommen im Modus weiches Licht. Eine Ebene fürs Pärchen oder fürs Paar und eine für den Hintergrund. Auch hier, glaube ich, sieht man es. Und dann noch der Hintergrund. Und zum Schluss ist es ans Schärfen gegangen und noch eine kleine Retusche und einen Kontrast habe ich noch ein bisschen angepasst. Was war die Retusche? Das war eigentlich ein Fehler von mir vorher. Das habe ich gesehen und dann wieder vergessen. Ich habe hier noch einen Teil vom Marmor von der Walhalla in Regensburg und der ist noch wegretuschiert worden. Und so ist das Bild dann zusammengewachsen, entstanden und jetzt ist es fertig. Und ja, ich für meinen Teil bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, so soll es auch sein. Und euch gibt es vielleicht ein bisschen eine Inspiration, ein bisschen einen Einblick, was ich hier gemacht habe und wie ich vorgegangen bin. Und ich glaube, in dem Fall ist für das Brautpaar eine Überraschung. Also die wissen nichts davon und ich hoffe, dass sie sich freuen und dass es ihnen genauso gut gefällt wie mir. Und lasst einen Daumen nach oben da, ist wichtig für die Motivation. Jeder freut sich, wenn er mal einen Daumen nach oben kriegt oder einen positiven Kommentar. Wem es nicht gefallen hat, der kann sich einen Kommentar sparen, schaltet es einfach aus. Weil es gibt auch immer wieder Leute, die meinen, sie müssen ihren Senf abgeben, gefällt mir nicht, dann schaut es euch nicht an. Über den Rest freue ich mich natürlich sehr. Und wie gesagt, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Gibt Motivation für neue Taten. Okay, bis zum nächsten Mal und auf Bayerisch gesagt dann, Servus alle miteinander.